Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Und wir sind wieder in Dogtown. Wir waren gerade in der Heaven Clinic, haben da mal den neuen Ripper Doc getroffen, den wir jetzt nach der Mission auch besuchen können. Da haben wir kurz geschaut, was der so hat. Wir müssen noch warten auf den Mr. Hands. Ich weiß nämlich jetzt nicht ganz genau. Der war ja hier irgendwo, ne? Und wollte uns da auch treffen. Also wir können ja mal kurz hinschauen, ob wir... Ups, da hingehen können und auf ihn dann dort warten können. Oder ob wir auf einen Anruf warten müssen, weiß ich jetzt nicht so genau. Wir müssen jetzt irgendwie wieder da hoch. Komm, wir gehen mal hier... Gehen wir mal hier hoch. Ah, die bombardieren uns schon wieder die ganze Zeit mit Nachrichten. Das ist der Wahnsinn. Ich schau gleich mal. So, kleine Abkürzung gemacht. Bevor wir in den Club reingehen. Dann nutz es! Kill mal! Das denke ich mir bei vielen Leuten manchmal. Jeder sind wir jetzt davon richtig? Hören. Ich, wir sind, glaube ich, nicht richtig. Die Welt ist anders, als du glaubst. Die Welt ist anders, als du glaubst. Ja, jeder sieht die Welt aus seiner eigenen Perspektive. Habe einen gesehen. Bestimmt. Oh, warte mal. Jetzt die ganzen Nachrichten. Jetzt schauen wir mal. Ich gehe mal ganz kurz dahin. Hi, der Witzke. 6 Nachrichten. Also, Mr. Hand. Also, was will er denn? Das haben wir ja schon. Wie, ich habe gehört, dass jemand in Dogtown versucht hat, ein Zeta-Tech-Augenimplantat zu verkaufen. Das klingelt doch was. Ich muss dich sicherlich nicht auf die Ähnlichkeiten zwischen diesem Prototyp und dem bei den Scavenger gesucht hast hinweisen. Vielleicht ist es ja dasselbe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich gucke es mir mal an. Ich dachte, der Auftrag wäre erledigt. Müssen wir uns jetzt nochmal mit dem Typi treffen? Das ist mir schon klar. Wie schön, dass du dich um einen solchen Gefallen gar nicht erst bitten musst. Er wurde zuletzt in meinem runtergekommenen Gebäude in der Elizabeth Crest steht gesehen. Okay, wir werden dem Hassan nochmal sagen, Hassan, du solltest verschwinden. Ich suche nach einem Weg rein, aber es sieht nicht gut aus. Hansen ist ein gerissener alter Hund, gut ausgebildet und erfahren. Überall wachen alle Ein- und Ausgänge sind gesichert. Das Gebäude ist ein Monolith. Hab noch keine gute Idee. Was die nicht alles haben, Minitaurus, Wyverns, Exoskelette, Scharfschützen auf Wachtürmen. Wenn wir keinen Hieb und stiffrechte Infos kriegen, können wir den konventionellen Weg vergessen. Na, das macht mir Mut, vor allem, wenn ich ein Superspion das sagt. Chill mal, ich finde schon eine Lösung. Ich mache sowas nicht zum ersten Mal. Brichst du etwa nicht ständig in Hotels mit krasser Security ein? Ja, wir sind da voll gut drinnen. Hat auch immer super geklappt. Also rein sind wir gekommen, nur raus nicht mehr. Oh Gott, was ist denn das? Amerikanische Tierschutzgesellschaft. Lieber Mr. V, wir möchten Ihnen erneut für Ihre schnelle Hilfe bei der Rettung der amerikanischen Kurzhaarkatze danken, der Sie vor kurzem begegnet sind. Okay. Zu unserer großen Freude ist Flöckchen sicher nach Washington zurückgekehrt und befindet sich jetzt in seinem glücklichen Zuhause. Die Flöckchen ist aber nicht unser Nibbles, oder? Die Überweisung beinhaltet auch einen kleinen Bonus für Ihre fleißige Hilfe bei unserem Versuch, den Burgunder-Gimpel zu finden. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen schönen, vom Aussterben bedrohten Vogel zu beschützen. Wir hoffen, dass dies der Beginn einer langen, für beide Seiten lohnenswerten Partnerschaft ist. Gemeinsam können wir uns für eine bessere Zukunft für alle Tiere einsetzen. Amerikanische Tierschutzgesellschaft, wieder eine Samtpfote gerettet. Also das ist jetzt hoffentlich nicht unsere Nibbles, ne? Alex, oh Gott, hey, wie, Reed hat mir erzählt, dass Lyle den Löffel abgegeben hat. Was ist da passiert? Berufsrisiko, die Verbindung mit Songbird hat ihn das Hirn ausgebrannt. Wieso? Hätte nicht gedacht, dass du seinetwegen nur eine Träne vergießt. Wir sind passiert, deshalb ist er gestorben. Die Verbindung mit Songbird hat ihn das Hirn rausgebrannt. Das war Reed aber völlig scheißegal. Naja, wir waren ja auch nicht so, also ich war jetzt auch nicht so...
nee, ein Typ wie der wird eh früher oder später von irgendjemand umgelegt. Aber sieh an, du klingst jetzt schon wie... Wie kling ich? Nee, der wird früher... du klingst jetzt schon wie ein kaltblütiger Agent-Veteran, wie ein junger Reed. Ja, wahrscheinlich, ne? Finde ich auch nicht so gut. Apropos, ich habe den Eindruck, dass der alte Wolf sich irgendwie verändert hat. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Wenn ich unsere gemeinsame Vergangenheit so angucke, naja, ich gebe dir mal einen kleinen Ratschlag wie, halte Reed bloß nicht für deinen Freund. Reed ist nicht auch sonst niemand von der Reed nicht und auch sonst niemanden von der Agency. Wir haben bloß einen schlechten Einfluss auf dich. Danke für die Warnung, aber der eine oder zwei neue schlechte Einflüsse machen mein Leben den Scope echt nicht mehr fett. Vielleicht passe ich auf, vielleicht habe ich ja auch einen schlechten Einfluss auf beiden. Naja, im Moment sind wir ja auch nicht gerade so super. Dank mir. Oh Gott, ey, sag mal. Carrie, hey, wie läuft's bei dir? Alles cool? Um ganz ehrlich zu sein, ich vermisse dich einfach. Aber nur ein bisschen. Kommst du bald wieder mal vorbei? Nur ein bisschen? Ich vermisse dich auch. Wer hätte das gedacht? Siehst du, wir sind auf derselben Wellenlänge. Ich komme demnächst mal vorbei. Hey, sieh an, auf einmal redet da ein Groß über seine Gefühle. Einer groß über seine Gefühle. Weiß leider nicht, wann ich dazu komme. Ach komm, wir machen das Erste. Können wir eigentlich beim Carrie... Prima, ich freue mich. Können wir da eigentlich nochmal vorbeischauen irgendwann? Oh. Ich habe keinen Bock, das zu lesen. Das ist wieder irgendwas mit Mr. Kipper und irgendwelchen tollen Songtexten. Ist mir eigentlich ehrlich bums egal. So. Ach so, da waren irgendwelche, wo ich vielleicht... Ich bin wieder mal völlig falsch abgebogen, ne? Bin wieder komplett lost. Leute, wieder komplett lost. Wie immer. Wir müssen nur irgendwie eins höher, ne? Hast du ein Gehirn? Dann nutz es! Kühl mal! Gott, Leute, wie komme ich denn da noch eins? Wie war denn das? Gut, dass ich ja schon mal drin war, ne? Und jetzt den Weg wieder mal nicht finde. Unbelievable. Das ist aber auch hier alles sehr seltsam, muss man mal sagen. Jetzt bin ich da, okay, einmal im Kreis gerannt. Sehr gut. Oh nein! Oh, das war aber, das sah doch sehr groß, sehr hohe Fallhöhle. Fallhöhe aus. Ich kann nicht mal mehr sprechen. Nach Dogtown gezogen. Und sie trauert ihrer Ex nach. Ja, das passiert. So, ich glaube, hier ist der Eingang, ne? Oh mein Gott, ey. Wart mal. Ach ne, wir waren schon mal da, wir dürfen anscheinend noch mal rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt da rein können. Nee, immer noch nicht. Kann ich mich irgendwo hier hinsetzen und auf den warten? Nee, anscheinend nicht. Naja, ich wollte es mal ausprobieren. Also anscheinend müssen wir warten, bis der Mr. Hans sich meldet, damit wir den endlich mal treffen können. Ey, ist unfassbar. Oh, guck mal, da ist wieder so ein Dingsbums abgestürzt. Aber das sah noch voll weit oben aus, ne? Wo ist denn das abgestürzt? Da hinten. Hallo? Wie soll man denn da hinkommen? Oh, Leute. Ernsthaft? Was zur Hölle? Oh Gott, Leute. Oh Gott, wie. Es tut mir leid, was ich hier mit dir treibe. Aber das lohnt wie. Und du weißt, wie. Blut ist gut. So.
mir vorher, vielleicht sind die vorher auch schon abgestürzt, mir ist aber vorher nie aufgefallen. Oh shit. Also, E9. 55. Nicht. Nee. Wo haben wir denn noch E9? Wir haben ein E9. Willst du mich verkackeiern? Und in der ist aber kein... Oh, nee. E9. Wenn ich jetzt nochmal rausgehe... Warte mal, der ist nämlich doof. Jetzt versuche ich es nochmal. Vielleicht habe ich dann bessere Zahlenwerte, weil die waren jetzt ja echt nicht gut. 1C. BD. Okay, 1C. 1C, BD. 1C, E9. BD, 1C. 1C. 1. Ne, es geht ja dann rüber, ne? Wenn ich jetzt mache 1. Oder also ich könnte auch unten machen. BD, 1C. BD, 1C. E9. BD. 1C9. Ja, genau. Gib mir meinen Hut. Jetzt haben wir wieder irgendein Visier oder sowas. Ein Tragesplitter. Tragesplitter ist immer gut. Je mehr Loot. Oh, die mit ihrem blöden, mit ihrer blöden Orbitstation. Ich glaube, die wollen... Welche Straßen? Oh, 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 oh. Oh, oh. Entschuldigung. Und komm zu Papa. Ach, man hätte da... Man hätte auch ganz genial da einfach mit hochfahren können, aber Leute, ey, das wäre ja voll langweilig gewesen, einfach so voll easy peasy hier mit so einer Hebebühne nach oben zu fahren. Das kann ja jeder, oder? Also wir sind lieber hier voll querfeld ein über irgendwelche Trümmerteile gesprungen. Also hier so über so eine Hebebühne, das kann ja jeder, also pff. Ist ja voll langweilig, ey. Naja. Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ich renne gerade so ein bisschen planlos durch die Gegend. Hier hätten wir noch irgendeine Lebensmission, die wir machen könnten. Wollen wir da mal hin? Weil wir müssen jetzt eh noch warten, weil wir da mit Mr. Hand nicht weiterkommen. Mit Rhee konnten wir nicht weiter. Aufträge haben wir jetzt eigentlich nur noch den Außen in Pacifica. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt doch mal... Haben wir jetzt eigentlich... Überall noch Tarotkarten. Tarotkarten. Nee, ne? Wir hatten eigentlich zwei, haben uns nur noch gefehlt, ne? Wahrscheinlich gibt es die eine wieder am Ende. Und dann gibt es die noch irgendwann. Ja, und irgendwann werden wir jetzt da mal noch irgendwann hier hinfahren. Weil hier scheint ja irgendwie auch noch was zu sein. Die nerven uns ja schon mit dieser Orbitalstation die ganze Zeit. Huch. Was ist denn jetzt los? Performance im Eimer. Rechner mag nicht mehr. Er ist überfordert anscheinend. An alle Bewohner. Kurt Hansen hier. Ob das jetzt so geil ist, hier mitten reinzugehen, ich weiß ja nicht. In unserer Mitte befinden sich USA-Spione und Unruhestifter. Wir gehen mitten rein. Glaubst du, ich hab echt Angst vor dem? Zumindest angebracht. Hey, du da! Hey, komm mal her! Aber du siehst ja nice aus. Balls to the walls. Hey, sprich mit dem Fremden. Würde ich ja gern. Sprichst du mit mir? Schiel ich? Klar mit dir. Komm, wir haben hier ein Problem. Hier kippt ein Wodka. Hansen reißt mir eh die Cojones ab. Also ist eh schon egal. Ich bin Paco. Das ist Babs. Wie? Na gut, wie? Trinken wir auf die Scheiße. Und hoffen wir, dass wir sie irgendwie runterspülen können. Na dann. Wo kommt der nah? Du bist ja sehr nah. Was ist das für eine Scheiße, von der du da laberst?
Klingt ja echt nach was Ernstem. Hör mal, Babs meint, ich bin richtig gefickt, aber naja, es geht immer noch härter, oder? Oh Gott. Was denkst du? Es ist nicht mal alles schwarz und weiß, hab selber so viel Scheiße hinter mir. Du meinst so allgemein? Im Leben? Also, ja, schon im Leben. Tja, es ist nicht immer alles schwarz oder weiß. Manchmal ist es auch grau. Manchmal ist es auch grau. Ach, ich weiß du bist nicht. Ja voll der Philosoph. Sieht alles ziemlich schwarz aus gerade. Dann erzähle ich dir mal alles. Oh ja, bitte. Na dann. Was soll's? Jetzt erzähl schon. Aber Paco, brüll nicht so. Du weißt ja, die Wände haben Ohren. Welche Verstehst Wände? Verstehst du? Wir hocken in irgendeinem Zelt. Oh, warte. Machen wir das richtig. So mit echten Gefühlen. Hier, nimm einen Zug Deep Dive. Fühlt sich an, als wärst du live mit dabei. Oh Gott. War ein großer Tag. Mein Ticket in die Oberliga. Verstehst du? Ja, kenn ich. Hier, nimm einen tiefen Zug und hör zu. Na, Johnny, was sagst du? Lieber einen? Na dann. Komm. Oh, ist doch eh schon egal. Wie? Was ist denn mit Johnny los? Dein okay, Mann ist ja so vernünftig. Bin ganz Ohr. Also, pass auf. Mein erster Tag in Hansons Armee. Ich warte auf den Boss. Total nervös. Fuck, stell dir einfach vor, du wärst Hans. Und du bist angepisst. Der super angepisste Kurt Hansen höchstpersönlich. Oh, wir sind der Herr Hansen höchstpersönlich. Du wolltest was loswerden, habe ich gehört. Stimmt das? Ach, guck mal, wir sind schon im Black Spear. Kannst du das Du darfst es nicht verkacken, oder? Machst du den Scav-Deal jetzt klar oder verkackst du das auch? Keine Ahnung, was du meinst. Die wollen uns ficken. Sei darauf vorbereitet, klar? Natürlich. Komm schon. Ich bin doch kein Amateur. Der Deal ist eigentlich auch was für Amateure. Den Deal mit dem Polizeipräsidenten hast du auch wie ein Amateur verkackt. Jetzt weiß das halbe NCPD über unsere Geschäfte Bescheid. Dann Totenstille. Yuri und Kurt waren zusammen in der Armee. Haben vor Jahren für Militech gearbeitet. Der sieht ja krass aus, oder? Na, Torres, willst du in den Arsch gefickt werden? Die haben ja hier eine Eidechse. Und ich stehe da und warte. Hab ich ein bisschen eingekackt. Ein bisschen eingekackt, oh Gott. Babs flüstert mir was zu, motiviert mich. Und ich denke, wenn er Yuri nicht killt, dann mich. Los, Kurt, der kleine Wichser bettelt doch drum. Mach ihn platt. Na, schlag zu, los. Was? Zeig mir, was du drauf hast. Schlag zu. Wie heißt du, Rekrut? Paco Torres! Falsch. Du heißt Köter, bis wir einen Jagdhund aus dir machen. Jawohl, Sir! Alter, erzähl doch nicht so einen Scheiß! Psst, meine Story! Hier ist jetzt eine Info. Meine Story? Das ist echt cool gemacht, ey. Du so was bist du zu gebrauchen, ha? Das gefällt ich mir. Ich bin schnell und clever. Dann beweis es mir. Er wusste wirklich, wo er hinhauen muss. Es tut jetzt noch weh. Oh Gott, ey. Der Welpe taugt was. Ich würde ihn lieber noch mal rannehmen. Oh, das werden wir. Oh Gott. Willkommen im Rudel, Kleiner. Quatsch, das hat er nicht gesagt. Du übernimmst den nächsten Konvoi. Kannst dich beweisen. Und ich fühlte mich wie neugeboren Chum. Verstehst du? Blut überall in meinem Gesicht, aber ich war sauglücklich.
Und? Kannst du folgen? Wie als wäre ich live dabei. Krasse Story. Da juckt mir doch glatt selbst die Faust. Gib mir eine Woche. Mir tut noch alles weh. Warte erst mal, wie. Das ist noch nicht das Ende. Der Auftrag kommt erst noch. Also, noch pass mal auf. War ein normaler Job. Du weißt schon. Lieferung schützen oder Ware transportieren. Ich habe unseren Konvoi gesichert. Was war das für ein Transport? Was für Scavs? Das ist meistens Medizin, Wasser, manchmal Generatoren. So Zeug für Zivilisten. Wir kümmern uns eben um unsere Leute. Mhm. Aber weißt du, manchmal kümmert man sich halt auch um sich selbst. Und als ich mich zu sehr um mich gekümmert habe, shit, dann ging's rund, Schum. Ah, Babs beschwert sich gern. Aber die Gelegenheit war einfach zu gut. Auf zum Ende. Okay. Gib mir noch einen Zug vom Dive. Wir wollen ja live dabei sein bei diesem Megaspektakel. Wir fahren also, ja? Der Boss sitzt neben mir. Plötzlich quietschen Reifen. Und ich denke, Mierda, esto se sale de madre. Furzeuge. Verstehst du, Manu? Er hat es alles kommen sehen. Darum war er dabei. Gott, ist das irgendwie schwer. Also die Waffe ist doof, die verzieht voll. Einfach genial, Mann. Total präzise, wie voll. Im Blutrausch. Voll präzise, muss ich schon sagen. Also besser kann man gar nicht schießen. Also, wie ein Profi. Keine Ahnung, wie viele Leute am Hacken. Gut, dass sie sich schon selbst vernichten. Das Ding ist echt doof. Also die Waffe kann ich keinem empfehlen. Die verzieht nur. Straßenblockade! Los geht's, Welpe. Zeigen wir den Wichsern, wer hier das Sagen hat. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Messer? Kann man das schmeißen? Einfach genial, Mann. Total präzise, wie im Blutrausch. Voll wie im Blutrausch. Das kann bestimmt schmeißen eigentlich, das Messer, aber gut, dass er so viel aushält. Ah, jetzt haben wir erstmal wieder diese beschissene Waffe. Fui perfecto, maravilloso. Cayeron uno detrás de otro. Also, Herr Hansen, ich glaube, das ist ja kein Problem. Den können wir ja voll niedermachen, weil, ey. Verstecken bringt nicht! Die Waffe ist echt cool. Das tut voll. Oh Gott, wie viel kommt denn da noch? Gott, wie viel kommen denn da noch, Leute, ey? Und der so. Bam, bam, bam! Naja, bam, bam. Knallt alle weg! Naja. Wetter der Pam ist es hier wohl eher nicht. Also eher so. Der Boss wurde getroffen. Und ich dachte. Jetzt verrecken wir in der Hölle. Nee, so schön verrecken wir schon. Ausschlag auf! Fuck! Wir haben sie alle abgeschlachtet. Der metallische Geruch von Blut lag in der Luft. Massakre! Da röchelt noch einer. Die Sau erzählt uns sicher was Interessantes. Scheiß Ratten. Aber der Neuling war nicht schlecht. Hm.
Nicht schlecht. Du lebst noch. Gute Arbeit. Aus dir machen wir schon noch einen waschechten Soldaten. Wie er grinst, auch voll süß. Muss ich nur unverzichtbar machen für uns. Damit kommst du nicht durch! Alles klar. Die Waren gehen auf der Stelle wieder zurück ins Sapphire. Und du, bleib wachsam, Welpe. Juri und ich befragen die Scav-Ratte. Auch voll cool gemacht. Mag ich voll gern. Das ist richtig cool. Macht voll Spaß. Gut, Suvi. Jetzt kommt nämlich der Teil, den der Vollpfosten hier so verkackt hat. Also, ich bin gut zuhören. Bevor wir losfahren, gibt Juri mir eine Liste. Da stehen keine Generatoren drauf. Ich gucke in den Truck und was ist da? Generatoren. Genau, Juri hat wahrscheinlich ein paar zur Seite geschafft, die er dann nach dem Scav-Überfall verticken wollte. Und der Trottel meint, er kann sie sich selbst schnappen und verkaufen. Die fragen sich, ob er in Ordnung ist, und er raubt sie direkt aus. Nur Idioten ergreifen keine Chancen, Babs. Und? Was hast du dann mit den Dingern gemacht? Scheiße. Hab sie dem Typen verkauft, der sie nach Indien schicken wollte. Die sind bestimmt schon unterwegs. Sag Adios zu denen. Die werden ihn umbringen, oder? Und mich gleich mit. Fuck. Ich kann doch sehen, dass du nachdenkst. Hilfst du uns, Bruder? Na? Ich bin nicht die Wohlfahrt. Meine Ideen kosten euch was. Ja, du bist die Wohlfahrt. Aber nicht umsonst. Ja, ja, wir haben Eddies, Chum. Ich hab vielleicht eine Idee. Wir müssen Juri die Arschkarte zuschieben. Jetzt hilft nur noch eins, haut ab. Vielleicht treibe ich ein paar Schulden ein. Es könnte was klappen. Ja. Okay. Wir schieben Juri die Arschkarte zu. Der steht eh schon auf Kurts Abschussliste. Gut. Aber können wir das vielleicht woanders besprechen? Am besten hier in der Nähe, im Untergrund. Wie wär's morgen Abend? Jeder grinst, auch irgendwie voll putzig. Ich schick dir meine Kontaktdaten. Du weißt schon, nur für den Fall. Sind mitten bei den Feinden, wenn die wüssten, wer wir sind, ne? Wenn ihr wüsstet, wer wir sind, trifft dich morgen Abend mit Paco Babs, um die Unterhaltung fortzuführen. So, wo müssen wir da hin? Oder unten hin? Ach, guck mal, Aaron haben wir auch gleich noch mit hinzugefügt, den Kontakt. Hier ist die Nachricht von Mr. Hands. Oh Gott, Leute! Ich wollte, Mr. Hands, mach mal jetzt nicht. So, warte mal, wo ist denn jetzt das hier? Das würde ich jetzt gerne. So. Ja, also. Ja. Wir lesen, dass es nicht. Zum Glück haben wir nichts Besseres zu tun, als Zeit mit diesem Teenie-Gang-Drama zu vergeuden. Mensch, Jordi, da ist ja die alte Mosergurke wieder. Ich will das durchziehen. Aha. Du hetzt unsere Leute gegen uns allein, auf. Schon allein, weil Jenny nicht passt. Hältst dich wohl für clever, was? Das wirst du bereuen. Aber niemand legt sich mit Juri an. Oh, was ist denn jetzt passiert? Warum ist denn der hier so? Ach, das machen wir mal. Hat er uns verraten, oder? Ja. Oh, irgendwelche letzten Worte. Herr Juri. Du Stuckse! Gut, dass wir so gut gepanzert sind. Tut das weh? Huh? Ups, das Bein ist abgefallen. Passiert. Shit. Das ist aber schnell eskaliert. Ja, quickly escalated. Durchsuch die Taschen. Vielleicht wissen wir dann, wo die Kids sind. Die Kids. Wie ist den Splitter? Okay. Oh, wir haben ja nur 3,5 Millionen Splitter im Inventar. Ach, warte mal. Nee, wie komme ich da hier? Oh, wo ist denn der Splitter? Das ist auch alles jetzt neu. Hm. Hm, wo ist denn jetzt der blöde Splitter?
Hier, oder? Archividiertes Gespräch, Juri, Barkov und Mutschko Tenzin. In dem Laster waren noch mehr Generatoren. Gut, dass du noch ein paar extra auftreiben konntest. Der Welpe kann sie gleich zum Krankenhaus fahren. Die sind nicht mehr verfügbar. Der Neue hat sie geklaut, als wir ihn alleine haben fahren lassen. Der kleine Torres, willst du mich verarschen? Erlege dir ihn öffentlich. Seine Leiche kommt unter den Nadel. Und ich will die Generatoren wiederbekommen. Verstanden? Alles klar, Boss. Wird nicht wieder vorkommen. Das hoffe ich doch für dich. Okay. Wissen wir jetzt dann was? Oh. Der Ficker hat's rausgefunden. Paco hängt vermutlich irgendwo als Warnung. Scheiße. Diese Drecksfotzen. Was für ein Chaos. Wenn der Chum trotz allem noch lebt, haben wir noch eine Chance. Finde Pacos Leiche unter der Nadel. Okay. Wir sind eigentlich schon über der Zeit, Leute, aber come on. Vielleicht finden wir den noch. Wir flitzen mal. Mensch, Paco. Das war ja nix. Hier. Wir werden keine Automission machen. Oh Gott. Verfickte Scheiße. Hängt er da? Verdammter Quacksalber. Oh. Du warst in Andersons Klinik? Das ist gewagt. Erkennst du was Besseres, wo man... Oh. Wo man dir gratis eine neue Leber einsetzt? Hä? Was ist denn das? Hier, oder? Schön, hier hängen lauter so Leichen und der hockt da so ganz gechillt. Wo ist denn der? Hier? Hä? Ist er da schon? Scheiße. Verdammt nochmal. Bleibt nur noch die Kleine. Die könnte da genauso hängen, wenn Hansen sie verdächtigen würde. Hm. Hätten vielleicht ja, ihm doch raten sollen, dass wir vielleicht finden. Okay, also dann... Oh, es tut mir jetzt irgendwie leid. Hey, wie ist es gelaufen? Hast du die Sache geklärt? Paco hat gesagt, ich soll nicht mitkommen, weil das sein Bier ist, die ganze Juri-Geschichte selber klären will. Weißt du, was mit Paco los ist? Der Depp antwortet mir nicht. Mach mir echt Sorgen, dieser Spinner bringt mich noch um. Die haben ihn erwischt, Babs. Scheiße, tut mir echt leid. Ich bin mir nicht sicher, dass alles okay ist. Ist doch das Vernünftige für mich, erstmal unterzutauchen. Gib mir etwas Zeit. Naja, komm, wir sagen ihr die Wahrheit. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Verdammt nochmal, das ist alles meine Schuld. Ich habe ihn in den verfickten Hundezwinger geführt. Mach dir keine Vorwürfe über seine Entscheidung, Bargetts beizutreten. Er wusste, dass es gefährlich ist. Ach, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oder denken, scheiße. Bin unterwegs nach Kenia. Ein Schum vom Orbital. Er hat mir den Gefallen getan. Pass auf dich auf, wie und scheiß auf Doktorn. Na, Gott sei Dank ist die wenigstens in Sicherheit, ne? So. Hm. Hat jetzt leider kein so schönes Ende genommen. Tut mir leid. Aber Juri ist schon mal weg. Vielleicht hilft uns das bei unserer nächsten Mission. Ich glaube zwar nicht, aber ist ja egal. Wir werden in der nächsten Mission mal die Nachricht von Mr. Hans lesen, was Reed geschrieben hat. Keine Ahnung, wir haben 1000 Nachrichten bekommen, aber... An sich hat mir die Mission gerade sehr viel Spaß gemacht. Es war echt schön, mal so irgendwie andere zu spielen. Haben sie echt cool gemacht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Gedanken in die Kommentare. Oh Gott, ich bin schon, glaube ich, total durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit, fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Was ist denn da aufgetaucht gerade vor uns? Ich will es gar nicht wissen. Also ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.